Servus Leute, wir sind wieder zurück in Far Cry 4. So, wir wollen mit dem Gyrocopter zum nächsten Turm. Müssen wir sich noch anschauen, wie wir das machen. Ob wir nicht vielleicht sogar gleich oben landen können. Das ist mir so eine Idee von mir. Obwohl, es sind da meistens relativ viele Kisten und so. Halt wäre es nicht einmal so sinnvoll. Und müssen wir noch aufpassen, auf jeden Fall, Türme sind heftig umkämpftes Gebiet. Ah, da könnte ich wirklich oben landen. Ich bin jetzt wirklich gerade im Überlegen, ob ich da landen soll. Beziehungsweise abspringen und mit meinem Fallschirm landen. So, mal nach vorne. Ich schätze, das funktioniert auch. Vielleicht kann ich das sogar sinnvoll landen. Ja, ja. Perfekt. Ich würde sagen, es ist perfekt gelandet. Das Einzige, was jetzt blöd ist, dass ich ein bisschen noch nach vorne fliegen muss. So kommt's hoch. Urgenial! Urgenial! Zack, zweiter Turm von 17 befreit. So soll's sein, ohne viel zu kämpfen. Und jetzt schauen wir uns einmal die Umgebung an. Barabins Haus, okay. Abrabins Haus, dann haben wir hier Stadt des Trauerkammer. Tigerbau, okay. Perfekt. So, und jetzt sind da keine Gegner auch gleich mehr. Das finde ich aber jetzt ein bisschen blöd. Das beginnen wir jetzt zu einfach. So, wo komme ich da am besten runter? So, da. Ich will natürlich die ganzen Kisten auch einsammeln. Wenn es welche gibt. Beziehungsweise wo es welche gibt. Deswegen gehen wir langsam hinunter. So, ich habe ja gerade deine gesehen. Wo waren die? Habe ich mal ein Bild jetzt wieder mal. Obwohl, den Gyrocopter wäre auch nicht sinnvoll, wenn ich den nach unten schaue. Wurscht, geh mal ohne Gyrocopter weiter. So, und wie kommt man da runter? Zack. Na, runter mit der Kiste. So, dann haben wir die Kiste mal. Ich schätze, die letzte wird nachher da unten sein. Hey, 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 nicht gleich sterben da, wenn ich da ein bisschen schon runterspringe. Das geht ja gar nicht. Da unten blinkt eine. So, perfekt. Ich glaube, das waren alle Kisten. Und jetzt müssen wir noch rausgehen. Einfach. No. Okay, der Turm ist ein bisschen größer. Sind da noch ein paar Gegner, oder was? Weil sonst wäre es wirklich komisch gewesen, wenn da keiner mehr gewesen wäre. So, wo ist das dumme Plakat? Treibt ihn raus! Treibt ihn raus! Da war einer. Ist da einer? Irgendwo ist das dumme. Hund! Ich leg dich um! Ja, komm, mach's doch und schrei nicht so dumm. Warte. Na. Nein! Was mach ich für einen Scheiß? Was mach ich? Das kann's nicht geben. Ich schieß schon schön auf den. Wo bin ich da jetzt?
Ja, es gibt da drüben noch irgendwo ein... Ja, jetzt ist das Gebiet natürlich gesäubert. Aber irgendwo... Ah, dort oben im ersten Stock ist das Plakat. Jetzt sind natürlich keine Gegner mehr da. So, schnell das Plakat nach unten. So hoch wollte ich eigentlich gleich gar nicht. Na, das ist ein Stockwerk tiefer. Nur, wo komme ich da raus? Das war jetzt nicht so gut da. Na. Ah, da muss ich doch von oben. Wo ist die Leiter wieder? Da ist sie. So, ja, ja, komm. Töte die Wache und rette die Geiseln. Ich will da irgendwie durch das Dach durch. Ich weiß, dass da unten das ist. Oder ist es noch eins oberhalb? Ah, warte mal. Ja, super, Leute. Was ist mit euch los? Wie stellt sich das vor, dass man das runter holen da? Runterschießen kann ich es auch nicht. Ja. Wem ist denn das Scheißplakat eingefallen? Oh, gehen wir mal einen Stock höher. Vielleicht kann ich es von drinnen runternehmen irgendwie. Wenn ich irgendwie hochkomme. So, da drüben komme ich hoch. Was ist mit dir jetzt los auf einmal? Boah. Kammerereignis abgeschlossen, cool. Aber ich bin trotzdem eigentlich da in das... Ja, keine Ahnung, wie ich das Plakat hier krieg. Ist mir jetzt egal. Machen wir weiter. Und da drüben ist eine Kiste. Die holen wir sich gleich einmal. Na. Wir holen uns die Kiste. Weiß ich jetzt nicht. Wir sind voll jetzt vorbeigeflogen. Das passt nicht so gut, war. So, was haben wir da noch in der Nähe? Was brauchen wir jetzt zum Herstellen? Fähigkeiten. Wir tun jetzt einmal auf jeden Fall im Laufen. Ziele, nein, nein. Genau, das will ich machen. Das ist das Wichtigste, was ich jetzt brauche. Herstellen. Wir brauchen da einiges an weiße Waffengut und bla 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 Zeug. Wir werden aber. Beutekiste, bitte. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, ganz genau. Gerade. Wir werden. Das ist das Sinnvollste, denke ich, dass ich das mache zuerst. Da komme ich nie wieder her. Jetzt muss ich nur den kompletten Berg wieder rauf. Weil mein dummer Wingsuit einfach aufgegangen ist. Das, was ich gar nicht wollte. Ich habe ihn doch nicht kaufen sollen. Ich finde es halt scheiße, dass ich das eine Plakat da nicht wegbekomme. Beutetasche, wir müssen unbedingt schauen wegen Schweinen. Panzernas. Wir werden in Richtung der Stadt einmal gehen. 218 Meter. So, wir brauchen auf jeden Fall grüne Pflanzen. Das weiß ich noch. Da haben wir fast gar keine. So, du gehörst mir. Ich weiß zwar nicht, ob ich dich noch brauche, aber ist mir wurscht. Ja, schmecker nicht immer. Heute das ist fast voll. So, 118 Meter. Ich hoffe, das ist da irgendwo ein Seil. Das schaut gut aus.
Und rauf mit uns. Bin ich zwar jetzt mitten. Ja. Schön. Ja. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen rüberschwingen. Okay, das geht einmal nicht. Vielleicht ist es nur zum Abseilen da. Derzeit ist aber auch nicht viel besser auf. Mal rüber zur Straße. Ah, die geht wieder von ganz unten rauf. Mich nervt, dass ich das eine Plakat da nicht machen kann. So. Ab ins Auto. So, fahren wir hinauf, ist besser. Das Fahren finde ich ganz cool gemacht, auch das Übergreifen. Oh. So, 125 Experience Points. Karma-Ereignis abgeschlossen. Zum Losbinden. Bitte sehr, kein Problem. Nein, nein, stirbst du nicht. Nein, tust du nicht. 4500, naja, ein bisschen mehr hätte ich schon hergeben können. Aber Karma-Punkte sind viel wichtiger. So, schauen wir mal, was wir da jetzt finden werden. Auf jeden Fall einen Haufen Kisten. Wir brauchen unbedingt dumme Schweine. Die Trauerkammer ist das da hier oben. Pilze sammeln, könnten für was gibt zu gebrauchen sein. Ja, voll. Das ist jetzt ziemlich idiotisch, dass ich das ganze Zeug aufmache. Aber dann sind sie zumindest leer. Was das für eine Kammer ist, verstehe ich zwar noch nicht ganz. Schaut ein bisschen scheiße aus, halt, ich will da. Nein, ich will raus. Lass mich wieder raus. Ich will nichts damit den Folterwerkzeugen zu tun haben. Ich habe zwar keine Ahnung, wieso man das Gebiet da noch anzeigt. Als irgendwas. So, das ist einmal der eine. Was hätte man denn als nächstes? Ah, weil da noch eine Maske drinnen ist. Dann sollte ich doch nochmal durchschauen. So, wo wird denn die Maske herumliegen? Okay, das können wir mal nicht aufmachen. So. Ich suche die Maske. Boah, Junge, vorher bist du ohne Probleme runtergesprungen, jetzt hast du mal Probleme, oder wie? Wo finden wir die Maske? Was haben wir da? Statt der Schmerzen, bla bla bla. Also diese, ja, das ist mir schon klar. Ich verstehe das nicht. Haben wir eine große Stadt auch? Ich brauche Schweine. Wo gibt's Schweine? Nashörner. Das Blöde ist die Maske, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt genau zu der Maske hinkomme. Ich lasse das jetzt auch, glaube ich, einmal. Wir werden. Ja, hierher reisen einmal, Schnellreise natürlich. Und werden uns noch die eine Kiste dort holen und dann schauen wir sich einmal das Filmereignis an, was wir zu tun haben. Aber zuerst wieder mal, weil wir schon wieder voll sind, alles verkaufen. Wir haben fast nichts, was wir verkaufen können. Das ist schlecht. Wir
könnten die Pflanzen oder sowas mal verkaufen, weil die brauchen wir eh nicht so schnell. So, die eine Kiste holen wir sich dann noch. 57 Meter in diese Richtung. Wuhu! Okay, das muss ich noch ein bisschen lernen. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, wie das funktioniert. Irgendwo da muss eine Kiste sein. Perfekt. Unbenutzte Kerzenbeutetasche fast voll. Und ich würde sagen, wir sehen uns aber erst im nächsten Part wieder, wenn es wieder weitergeht bei Far Cry 4 mit mir, Dennis. Bis dann. Ciao, Leute.